das Wort Verantwortung hast du auch mehrmals genannt. Und das ist bei uns wirklich extrem. Ich glaube, das ist eine Besonderheit bei euch, dass ihr euch so viel Mühe, sage ich mal, gibt, diesen gestalterischen HR-Prozess, die Mitarbeiter mit in die Pflicht zu nehmen, in die Eigenverordnung, und dass ich mich selber als Mitarbeiter am 1.1. festlegen muss, was am Ende des Jahres passiert, hat ja sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und das finde ich halt so spannend, finde ich total spannend, weil man würde ja von der Theorie her ausgehen und sagen, das hat bestimmt Reporting-Impulse mit 8 Leuten. Nein, ihr stellt ja unter Beweis, dass die Mitarbeiteranzahl gar nicht das entscheidende Kriterium ist, sondern der Prozess und die Idee. Deswegen finde ich das ja so spannend. Und wenn man jetzt einem Bewerber sagt, was ist meine Art? Ich möchte gerne Karriere im Consulting machen. Jetzt nehmen wir mal Reporting, ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber nehmen wir mal Reporting-Impulse und sagen, ich fange da als Junior an. Sollte ja das Ziel sein, ich werde in kürzester Zeit Management-Consultant, die verkaufen mich auf die Festpreisprojekte, genauso wie Anna und wie Olli, das ist genau gleich, da will ich schnell hin. Und das geht über unsere Stufen quasi. Während es ja bei euch so ist, ich kann ja auch mit anderen Sachen meinen Beitrag dazu leisten, aus dem Top, was dem Team halt was bringt. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr aufwendig, auf der anderen Seite entwickelt ihr intern natürlich extrem viel. Wie hoch ist denn so eine Standardauslastung und so? Das haben wir nicht. Es ist deine Verantwortung im kleinen Rahmen, im großen Rahmen, also natürlich immer in einem geschützten Rahmen, aber den Leuten auch zu sagen, hey Leute, so läuft's nicht. Ne? Also so läuft's nicht und das funktioniert gerade nicht, weil du hängst damit drin. Das heißt, wenn du nicht anmerkst, das läuft so nicht, dann läuft's einfach weiter.